Hier ist Kathlena. Ich lese euch heute aus Johannes 1, die Verse 35 bis 43 nach Luther. Am nächsten Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er: Seht, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus. Jesus aber drehte sich um und sah sie folgen und sagte zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das übersetzt heißt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen: Kommt und seht. Sie gingen mit und sahen, wo er wohnte, und blieben an jenem Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Dieser fand zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das ist übersetzt der Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sagte er: Du bist Simon, der Sohn Jonas. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa weiterziehen. Da fand er Philippus und sagte zu ihm: Folge mir. Und Erika liest euch die Verse 43 bis 51. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn.